Ja, hallo Leute zusammen. Morgen. Morgen. Guten Tag. Ja, hier ein neues Let's Play von der LPT Factory. Wir spielen, wie ihr schon seht, Anno 1404 Schöne mit auf dem. einem Ohr, ist mir gut, da mal eben der. Soll ich mal hier ein bisschen annehmen? Steckerwacke. Wie gesagt, wir spielen Anno 1404 mit der Venedig-Version, mit dem Venedig. Add-on. Add-in, keine Ahnung. Add-on. Add-on, was auch immer. Auf jeden Fall. Naja, es ist jetzt ein älteres Spiel. Entspannen Sie sich Quatsch, bei der Siedlung einer friedlichen Welt. Also, Quatsch, ich warte, ich mache hier die Einstellung. Ja, das, wenn der da immer labert. Bestimmt wird auch Ihre also, Dienste zu schätzen. Es ist zwar ein älteres Spiel, aber ich meine, wie man an dem. Naja, an der schön, Einführung schon gesehen Nach hat. Unserem letzten Zusammentreffen Super hatte ich schon Grafik, befürchtet, du finde wärst ich meine zumindest. überdrüssig. Ja. Und schönes Gameplay. Alles in allem passt das ziemlich Die Zeit gut alles. wird zeigen, ob wir uns in Freundschaft Deswegen begegnen. Haben wir uns gesagt, oh, machen ein wir das neues mal. Gesicht. Und wenn ja. auch kein besonders hübsches. Fangen wir jetzt gleich an. Schwer, mittel, schlecht, gar nicht. Normal würde ich sagen. Die greifen einen nicht immer sofort an, oder? Ich weiß nicht mehr so genau. Ja, wir haben auch lange nicht mehr gespielt, wir haben dann noch jetzt den neuen Ableger von 2070. Also von Ubisoft aus der Anno-Serie gespielt, nämlich 2070, die Zukunftsversion. Mal schauen, vielleicht wird es daraus auch noch eine Staffel geben. Ist aber noch nicht. In Sachen LP, aber nur kurz. Ja, das ist Feuer an. Feuer. Ja, Pest an. Die Pest an. Sandsturm. Ja. Vulkan. Ja. Gewitter. Ja. Gewitter. Gewitter. Flaggschiff mit Eskorte. Ah, ich liebe ja mit Armada, aber naja, das ist ja dann. Naja. Eskorte reicht. Startruhm lassen wir. Gold 50.000. Start-Item auch nicht. Karte aufdecken dauert sonst zu lange, die zu erforschen. Sabotage ja. an. Ratsversammlung an. Jetzt kommen wir hier unsere also, Spielziele. Spielziele. Naja, also mein Kollege hier, der, naja, kann man eigentlich nicht sagen bei Anno. Nee, auf jeden Fall. Was willst du denn sagen? Bei Anno. Mr. Minecraft. Minecraft. Nein, das passt jetzt nicht, aber, der Kollege hier hat jetzt schon ein paar Einstellungen gemacht. Alle Errungenschaften, nein. Nein. Diplomatie. Sollen wir einfach mal spielen? Endlos? Also wirklich endlos ohne jeden Ziel? Nein, das finde ich irgendwie nicht so gut. Dass wir zumindest ein Ziel okay. haben. Letzter Überlebender. Und Kaiserdom. Beides. Beides, okay. Ich habe nämlich das Ding noch nie gesehen, so das muss ich also. Alles klar. Einwohnerzahl, Weltball kriegt man sowieso schnell, da kriegt man dann Punkte für, also machen wir einfach mal 30.000. Vermögen, alle Errungenschaften. Vermögen 500.000. Kriegt man auch relativ ja. schnell. Schiffe? Nein. Gesandte? Nein. Adlige? Ja. Adlige 5.000. Okay. Metropolenaufträge? Kriegt man die? Ja, die kriegt man vom Kaiser. Okay. Ja, einfach dann so. Dann Spielstart. Action. Ja. Ja, dann werden wir uns jetzt an 1404 Venedig versuchen. Ob wir es jetzt endgültig beibehalten, nee, nicht endgültig, ob wir es letztendlich beibehalten, also regelmäßig spielen, hängt natürlich jetzt davon ab, wie viel Spaß das Game noch bringt, wirklich. Und ob da auch von Zuschauerseite her Zuspruch kommt von euch. Wir persönlich finden es echt gut. Es ist besser als 2070, eindeutig. Auch die Grafik, also mein PC ist ja nicht der schlechteste, auch nicht der beste, aber nicht der schlechteste. Ja, die Grafik ist schon gut. Kann Anno 2070 natürlich auch schon was. Aber so ist es nicht. Hat diesen Mittelalter. Ja, der einfach im Moment noch, denke ich mal, angesagter ist als die Zukunft. Das hängt mehr an Anno eigentlich jetzt. Ja, genau. Jetzt haben wir einen extrem spannenden Ladebildschirm. Oh, wow.
Boah, ist ja voll interessant. Aber in Venedig gibt es ja so ein paar Special Gimmicks, also Gebäude, Einheiten. Wie zum Beispiel hier Vogtei, oder? Ja. Vogtei. Und dann halt Venedig angelehnte Sachen. Spielende, Ratsäle, Versammlung, genau. Stadtschlüsselerwerbung, Erwerbstätigkeit, Geräte. Also, ist insgesamt doch eine ganz nette Erweiterung. Naja. Für 29,99 jetzt zu kaufen in unserem Online-Shop. Nein. Okay, nee, heutzutage kriegt man das. Ne, die Parodie auf dieses Werbefernsehen muss jetzt einfach mal sein. Entschuldigung. Ja, jetzt kann er auch mal ruhig mal irgendwann fertig laden. So groß kann das Konto nicht sein, dass er da aufräumen muss. Also wir haben das Spiel eben mal getestet, ob es ruckelt oder so. Wir haben es auf fast 100%ige Einstellung. Also es sind jetzt nur ein paar Sachen nicht drin, die eigentlich nicht nötig sind. Kleine. Und wir spielen auf 30 FPS, ja? Eigentlich wollte ich sagen, dass es da deutlich schneller geladen hat. Ja, okay, kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Ich meine, das waren noch nicht mal ein Drittel davon. Fraps läuft jetzt auch. Er nimmt daran, jetzt auf sogar. Kann sein, dass es daran liegt. Eben lief Fraps ja aus. Aber, naja. lief nicht in der Aufnahme. Lief nicht in der Aufnahme, ja, okay. In der Aufnahme zieht es natürlich mehr. Ja. 6 Minuten mit Menüführung, Pavlenbad. Und es werden noch mehr. Oh, schaff es diesen letzten Zentimeter oder was das hier sind. Wetter kommt immer auf dem Bildschirm an, ne? Also wir werden uns wahrscheinlich bei den nächsten Aufnahmen aus dem Spiel direkt melden, ist ja logisch, ne? Sonst. Ja, hundertprozentig, sonst das wäre dann. Könnte man immer die Hälfte der Zeit mit Laden verbringen. Laden, 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 komm in meinen Laden. Oh, ja, so, jetzt aber schnell. Setzen. So, Kollege, was sind denn unsere Schiffe, die Grünen, ne? Die Grünen. Dies Schiff wird euch bei der Suche nach einer neuen Heimat dienlich sein. Eine Insel aussuchen. Und wer weiß. Vielleicht werdet ihr damit eines Tages auch in die Gefilde des Morgenlandes vorstoßen. Und die gegenüber nehmen wir auch. Dies ist kein einfaches Unterfangen. Aber so wie ich euch einschätze, werdet ihr alles daran setzen, um es erfolgreich abzuschließen. Auch für anderen auch. Ah, die göttliche Schöpfung offenbart sich in der einzigartigen Flora jedes Eilandes. Falls ihr dem Großvezier eure Aufwartung machen wollt, habe ich genau das Richtige für euch. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Also deine Siedlung. Toll, was du alles kannst. Die Schiffsbesatzung hat die Ladung gelöscht und in euer Kontor geschafft. Eine erstaunliche Größe, oder? Bedenkt man eure Beschränkungen. Guck mal auf die andere. Mit. Sind am Bein. Ich bin begeistert. Ach, hier ist ein neutraler. Meine Bauchbahn willst du haben? Oh, aber nicht ohne, dass du was springen lässt. Ja, chill dir mal dein Leben, Alter. Oh, ich will auch noch springen. Ich bin so. Santa Barbara. So, ausladen. Schön zentral. Ist bei dem anderen? Ja, okay, dann machen wir. Da ist auch ein Fluss nebenan, ja. Okay. Blocktechnik? Oder Schwimmbautechnik? Ja. Was ist bei dir Schwimmbautechnik? Einfach irgendwie. Bei mir war Schwimmbautechnik immer die Straße in der Mitte. Entscheide ich. Nee. Egal. Machen wir schön. Heute, ne? Ausnahmsweise. Aber es ist trotzdem an die Blockbauweise angelehnt, aber es ja. Ist. Wir lassen wir sofort. Nee, das ist halt andere Straße. Was frei für größere, wichtigere Gebäude. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es der Stadtkern bleibt. Nein. Das ist natürlich recht, aber die müssen trotzdem dann noch irgendwo eine Kapelle. Ja, Kapelle kommt ja gleich. Erstmal für die Nahrung sorgen. Jo.
Und dann sehen wir schon, dass unser Holz fast alle ist. Also erstmal schön so ein paar Holzfäller gechillt. Glück ist auf der anderen Insel. Auf der anderen? Jo, dann müssen wir hier nicht zugleistern. Okay, dann machen wir da drüben die Holz- und Werkzeugproduktion erstmal auf. Da können wir natürlich später auch. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Dann können wir da ja auch immer eine Zivilisation aufbauen, aber erstmal wird das sozusagen die Proto-Insel. Ja, Sigi wird da die Proto-Insel. Ich bin immer noch alle der Anno 2070 Straßensteuerung. Die Anno 2070 Straßensteuerung. Jetzt für 2,99 € bei eBay. Oder auch. Mein Ein und Alles. Nein, mein Ein für Alles. Ne? Mein Ein und Alles, genau. Ja, mein Ein und Alles, das wäre auch noch was. Ja. Jetzt brauchen wir Holz. Also direkt mal eine Handelsroute. Von der nach hier. Goldboot ist ein. Nimm mal das kleine Schiff. Erstmal bauen wir Holz. Dann bauen wir Holz ein, genau. Nimm mal das kleine Boot. Flaggschiff, Santa Barbara. Santa Barbara. Holziges. Nee, Baumaterial. Kommt ja noch mehr hinzu. Jo. Gucken mal, ob wir in der ersten Aufnahme schon zu den Bürgern schaffen. Fuß. Ist ja auch so schwer, ne? Das sollte man schaffen. So, ich frage, ob in der ersten Folge, wir haben nämlich schon 11 Minuten. Die Folge ist schon fast offen. Würde ich mal sagen, oder? Ich weiß es gar nicht. Noch mehr holzige Holzfäller halten? Ja, Sigi, die Route geht ja relativ schnell weg hier. Herrje, in diesem Betrieb stapeln sich die Waren, aber kein Weg führt zu ihnen. Wetten? Ach, hier, ja. Gut. Ja, ich bin, wie gesagt, noch bei 2070, da kann man ja... Schon besser. Der Abtransport der Waren ist nun kein Problem mehr. Ich bin ja immer noch bei 2070 mit den Luftabholern. Naja. Jetzt verrat nicht zu viel über 2070. Wissen wir ja alle schon. Mann! Nein. Oh, Most. Most. Mosthof. Wollt ihr das schon? Ich glaube nicht. So, erstmal sperren wir den jetzt die Aufstiegsrechte. Ja, das schon. So. Und sperren den auch den Most. Ihr müsstet heilig werden. Oh, mindestens. Ja. Da können wir warten, bis wir den Wolfshafen ist gewachsen. Siedlung! Ja! Wenn ihr so weitermacht, herrscht ihr eines Tages über eine Metropole. weil wir jetzt eine Siedlung haben. Oh, wow. Ja, das ist stark. Blumenbeete. Was? Doch, Blumenrabatte. Alles klar. Venedig. Holz. Einfach mal ein Bord unterwegs. Ein Mitspieler hat neues Land erschaffen. Und die hinteren Beine kommen ja da auch nicht hin, du Experte. Ich weiß, ich bin noch nicht fertig. Oh. Bro, ich bin noch nicht fertig, Bro. Das ist die Kacke da. Kackewurst. Das hat eh keinen Sinn. Da ist eine Bärenhöhle. Okay, dann packen wir jetzt da einfach nochmal ein Markthäuschen hin. Ein Markthäuschen. Da brauchen wir erstmal zwei Holz für.